Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei Kochtopf Easy Kitchen. Schön seid ihr wieder dabei. Es gab jetzt eine lange Pause und ich bin sehr froh, dass ich wieder online bin. Naja, zu diesem speziellen Anlass mache ich heute zum ersten Mal einen Schwertfisch. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Rezept. Für unseren Fisch haben wir eine Teriyaki-Marinade verwendet. Ich habe einfach zusätzlich noch ein bisschen Zitronensaft hinzugefügt, damit wir diese frische Note noch dabei haben. Die Teriyaki-Soße an für sich ist etwas süßlich, aber nicht zu sehr. Und ein bisschen salzig ist sie auch. Das heißt, euer Fisch braucht weder Salz noch sonst irgendwelche Gewürze. Zur Beilage versuche ich einen Glasnudelsalat zu machen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist auch mein erstes Mal. Dafür habe ich diverses Gemüse eingekauft. Wir verwenden für den Glasnudelsalat einen Chinakohl, Frühlingszwiebeln, Maiskolben, Peperoncini und den Ingwer gerieben. Das hier sind die Glasnudeln und die werden wir jetzt zubereiten. Das Gemüse wird nun blanchiert. Für das Dressing benötigst du Sojasauce, 3-4 Esslöffel, eine halbe Zitrone, geriebenen Ingwer und etwas Sesamöl.